Da sind wir jetzt auch dabei, oder? Beim neuen NHL. Einschätzen. Andreas Crosby-Nödel. Crosby mit B oder B? Na ehrlich. Schreibt Andreas und KN. Pack-Skills. Nein, da bei aber du musst ehrlich. Jetzt. Ja, aber du hast bei den Thunderstorms gespielt. Ja, 75 ist kein Ranking. Du hast einen guten Schuss. Schlagschuss ist gut, der Rest ist katastrophal. Ich habe noch nie einen Slapshot von dir gesehen, aber dein Reese ist unglaublich. Skating muss ich ehrlich sagen. Ein 100er? Erste 100er. Ich kann nicht rückwärts fahren, aber. Das danke. Ist wurscht, was? Ich bin der Forward. Forward. Ich kann nur vorwärts fahren, aber das sind 100%, wie der drinnen sitzt. Die Disziplin. Skills gibt 60. Das muss ehrlich sein. Gut, dass du dich selber auch gut einschätzen kannst. Defense. Defense. Was soll ich dir bei Defense geben? 35,5%. Physikal. Physisch. Bist du Präsenz überhaupt dabei? 92%. Hast du schon mal einen Hit gemacht in der Liga? Ja, natürlich. Du bist eine große Person. Ja. Bist wirklich nicht physisch oder gar nicht. Ja, nicht mogeln auch nicht. 60? Ich wollte 12,5 geben. Jetzt wollte ich da gerade bei Defense mehr geben, weil ich sehe, dass du mal 24 ja, bist. Oder 25, so dann bleibst 35. Normalerweise soll ich da einen 10er geben. Ich bin ja brutal schlecht. Du bist halt hinten, bist okay. Du bist halt nicht perfekt, aber kaum ist perfekt. Jetzt brauchst du nicht nur, weil es nett sein willst zu mir. Sag, wie ich was denke. 78%. So. Andreas Crosby-Nödel. Rottinger, Manfred. Pack-Skills, Rottinger. Brutal stark. Da kannst du nichts sagen. 1 gegen 1, einer der besten in der Liga. Shooting, Schlagschuss, unglaublich stark. Der Rest ist ein bisschen ein Muffin, aber sehr präzise. Jetzt lass mich mal da. Ich habe bei Bugskills 90%. Weil er, wenn er die Scheibe hat, er massiert sie wirklich, muss ich sagen. Ist brutal. Auch beim Warm-up sieht man oft, im Match Bad hat das nicht so lange immer. Ich habe halt die Scheiben nicht, weil mit dem Boss und dem Rotter spielt, die brauchen die Scheibe, ich brauche es nicht. Er, aber wenn er sie hat, zeigt er immer einen Trick, entweder between the legs, also er zeigt schon, was in seinem Repertoire vorhanden ist. Das macht er sehr gut, muss ich sagen. Und was haben wir da noch? Die Shooting, also ein Schuss hat er einen unglaublichen. Der Rista, das ist seine Stärke, gell? Deadly und sehr genau. Skating 60%, ja, bist du gut aushäufig. In die Ecken, stark. Ja. Da kannst du nichts sagen. 60% ist gut, also. Disziplin ist halt das Manko, glaube ich, beim Raffi. Ja, aber. Hab ich öfters gehört. Sehr geil. Fragen wir nur einen Schiri, gell? Das ist kein Geheimnis. Ja, zum Andi. Zum Andreas Crosby-Nödel. Skating ist unglaublich, muss ich ehrlich sagen. Er fährt nicht so oft rückwärts, aber wenn er vorwärts fährt und er verwendet die Edges unglaublich gut. Er sitzt sehr gut drin. Ja, schaut auch gut aus. Er verwendet fast überhaupt keine Energie. Und das macht er unglaublich. Das hat er, glaube ich, von den Philadelphia Flyers gelernt. Defense haben wir 20%. Da habe ich einen Andi 35,5 Game. Wir sind Flügeln. Das ist, wir sind Flügeln. Wir sind eher. Das ist eigentlich, wir sind eigentlich oft bei unseren Verteidigern und ja, leider steht da keine Schussblock-Statistik oben, weil da wäre meine extrem hoch, weil ich block sehr viele Schüsse. Physisch 92, ist okay, oder? Ja, ist okay, finde ich. Für meine Körpergröße ist es gut. 60. Und 60% für den Andi, weil er ist eigentlich nur... Angeblich, ja, es ist... Er ist einfach am Eis. Er macht keine Checks oder so. Er ist halt, was ist mit er ist am Eis. Er ist halt am Eis. Er ist am Eis. Er ist halt einfach da. Genau. Gut, okay, Disziplin. Und die Disziplin haben wir aber dabei. 110 bei unserem neuen Captain, der Werner Capital soll. Ja, da ist ja, da gibt es eigentlich keinen disziplinierten. Der mehr diszipliniert ist halt der Andi bei uns in der Mannschaft. Das ist so das Summary von Andi, von mir. Vom Andi Crosby-Nödel. Ja, finde ich ganz gut. Ja. Bin gespannt, wie es dann wirklich ist beim Spielen. Ja, tausch mal aus. So. Was?